Ja, wir sind jetzt hier am Campingplatz, heute Freitag 17 Uhr. Ich denke, heute werden noch hunderte von Leuten ankommen, meist Engländer. Und die haben scheinbar hier viele, viele Zelte reserviert. Hier geht dann die Post ab, haben wir letztes Jahr schon gesehen. Und da wird sicherlich gefeiert bis in der Früh um 3 oder 4. Und morgen gehen die Leute alle aufs Oktoberfest und abends kommen sie wieder zurück und werden feiern. Ja. Und wo übernachten sie? Also sie werden alle hier in diesen Spezialzelten übernachten. In so ein kleines Zelt passen auch angeblich, ich habe schon mal reingeschaut, 2 Leute rein. Die dürfen nicht über 1,90 Meter sein. Ja, Übernachtung kostet 40 Euro. Und da gibt es noch modernere Zelte da vorne oder ein bisschen hippere Zelte. Die haben sogar ein paar Fenster drin. Ja, aber hier werden die dann alle übernachten. Aber im Normalfall sind die Besucher, die hierher kommen, gar nicht so aufs Übernachten aus, sondern die machen Gaudi und hier hinten gibt es dann irgendeine Grillstation, wo sie selber was grillen können. Also es wird wieder ein Riesenfest und lassen wir uns mal überraschen. Und hier am Campingplatz, da wo bald die Sause abgeht, hier ist der Ganter. Also Ganter ist der Tisch, wo dann das Fass drauf kommt. Und hier, ganz interessant, kommt von der Firma Augustiner ein Holzfass hin. Es gibt ja kaum mehr Holzförster, aber das Augustin ist natürlich mit das beste Bier. Und der Chef hat mir gerade erzählt, in einer Viertelstunde, einer halben Stunde wird hier angezapft und wir dürfen das live filmen. Leute, wart ab, was hier abgeht. Ja Leute, es geht los und jetzt kommt der Schankkellner und der zapft jetzt an. Oh. Super! Und zapft es! Oh, 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 der muss aber vorher ganz schön geübt haben. Weil unser Bürgermeister, der braucht einmal 2, 3 Schläge. Und jetzt kommt der, der die erste Masse kriegt, der hat sich schon reserviert. Kommt er oder kommt er nicht? Du, die Masse ist gleich weg, komm her. Hier, da, schnell, aber da, da ist der Mass. Das ist oh, gute Schaumige. Okay. Eine gute Schaumige ist immer was wert. Ja, du wirst nachher schon nachgeschenkt kriegen, aber jetzt haben wir mal. Gibt es nichts drüber. Also Prost, Oktoberfest hier ist. Ein Hoch auf das Oktoberfest, die Minger. Ja. Prost! Es anzapft ist, hat er gesagt, wir kriegen dann auch noch was. Jetzt haut er oben schon den Dings rein. Den hat man da erst rein, wenn schon ein bisschen was heraus ist, oder? Das ist schon was heraus. 3 Maß sind ja schon draußen. Ja, ja, 3. Das sind Wiesenmaß, genau, 20 Milliliter. Jawohl, und wir werden es jetzt dann probieren. Ich schalte die Kamera ab, weil ich möchte auch noch was zum Trinken. Weil das ist schnell weg. Hinten stehen 50 Leute und das sind nur 30 Liter. Ich muss jetzt die Aufnahme beenden. Und jetzt trinkst du einen Schluck und sagst Prost. Aber der Bayernreich! Jawohl, und hier brennt schon ein kleines Feuerchen und es ist jetzt 23 Uhr, aber wir werden jetzt gehen, weil wir müssen noch die Sendung heute noch hochladen. Heute am Freitag um 23 Uhr. Prost!